Von mir gibt's heute einen kleinen Schwank in die Vergangenheit und dafür habe ich mir meinen ehemaligen Geschichtslehrer Bernhard Springer zur Seite geholt. Bernhard, ich denke, wir sollten ins Du übergehen. Es wird Zeit. Logisch können wir Du sagen. Aber bevor du mich fragst, hätte ich natürlich auch mal Fragen an dich. Lehrer wollen ja auch immer alles Mögliche wissen. Schön, dass du mal da bist in Ammerbach. Wo treibst denn du dich eigentlich momentan rum? Also ich bin tatsächlich schon ein bisschen rumgekommen. Ich war in Australien, in Osttimor, in München habe ich gelebt und in Köln bin ich jetzt hängen geblieben. Und ich bin ja sehr glücklich drum. Echt? Es ist aber schön, dass du ab und zu noch hierher kommst. Ist das für dich Heimat oder was bedeutet denn für dich überhaupt Heimat? Heimat bedeutet für mich dort, wo meine Familie ist. So ein bisschen diese Gefühle und die Geschichten aus der Kindheit, die man damit verbindet. Und lustigerweise auch immer, wenn ich von Köln wieder hierher fahre, sage ich immer zu meinen Freunden, es geht für mich ab in die Heimat. Und ich glaube, das bedeutet schon alles. Ja, hast du vor, wirklich wieder hierher zu kommen, wenn du mal irgendwo dich ausgetobt hast und deine Kinder hast? Kommst du hierher? Heiratest du in Ammersbrunn? Also im Ammersbrunn heiraten ist tatsächlich ein kleiner Traum. Die Natur, die Landschaft hier und die Leute, es ist einfach irgendwie einzigartig. Und ich würde mir für meine Kinder wünschen, dass sie auch so eine unbeschwerte Kindheit haben wie ich. Ja, aber ich denke, das war's auch. Vielen Dank, dass du mir die Arbeit abgenommen hast. Es wird Zeit, dass ich übernehme.